Ein fröhliches Hallo aus Kalaratjala. Ich mache heute einen Spaziergang zunächst zum Mollstrand, dann an der Promenade entlang und noch einmal durch die Einkaufsstraßen von Kalaratjala. Heute leider nochmal ein bedeckter Tag, also gemischt, sowohl blauer Himmel als auch Wolken, leichter Wind, so wie es im Winter eigentlich üblich. Aber die nächsten Tage sollen wir viel Blau auf Mallorca sehen. Hier nähere ich mich auf jeden Fall dem zum Mollstrand. Die Hotels hier links und rechts natürlich im Winterschlaf. Hier können wir es sehen, der Wind ist auflandig. Auch der soll morgen ein wenig abflauen. Dann haben wir mehr ruhige See, vielleicht sogar Badewetter für den einen oder anderen, der frostige Temperaturen mag. Was heißt frostig? Es sind heute um die 11 Grad, aber die nächsten Tage soll es hochgehen auf 14, 15 Grad auf jeden Fall. In der Sonne vielleicht mal 16. Also gute Aussichten für Kurzurlauber, die einmal diese Ruhe genießen möchten auf Mallorca. Und jetzt gehe ich zunächst einmal die Promenade entlang bis zum Hafen.
Das Meer bietet trotzdem seine schöne Farbe, auch im Einklang mit den Wolken. Da oben ein wenig blau. Wie wir so aus dem Augenwinkel sehen können, hier in diesem ganzen Bereich hat die Gastronomie praktisch komplett geschlossen. Hier weiß ich nicht, ob hier geöffnet ist, schwer zu sagen. Ich bin ja hier so am frühen Nachmittag. Die Tafel ist ja beschrieben, Stühle draußen nur sehen konnten.
Hier nähere ich mich jetzt so langsam dem Hafen. Die Hafenmauern hier wurden ja erneuert, die Mole, und dort wurden viele Millionen in die Hand genommen, um die Schiffe hier, die hier liegen, mehr zu schützen. Das wird wohl bald abgeschlossen sein. Und in diesem Bereich ist eigentlich immer was los. Die Gastronomen hier sind permanent vorbereitet, kann man schon sagen. Hier ist eben viel Platz, hier bietet sich auch eine schöne Aussicht wie an der gesamten Promenade. Da drüben ist die neue Mole. Da geht's dann raus aufs Meer. Und wenn hier die Wellen so hoch ans Land kommen, dann ja, ist der ganze Bereich hier ein bisschen geschützt. Hier nochmal der Blick zurück auf diesen Übergang zwischen dem Bereich da hinten und diesem hier Richtung Hafen.
Hier wird es jetzt wieder ruhiger, weil hier haben eigentlich alle Geschäfte geschlossen, außer die, die Tagesbedarf bieten. Ich werde jetzt hier nochmal die Hauptstraße entlang gehen. Das ein oder andere Geschäft, es steht tatsächlich hier zum Verkauf, da will man Ablöse haben. Ja, ein totaler Traum ist ja auch immer dieser Platz hier. Hier verweilt man gerne, natürlich auch gerade wenn die Sonne scheint. Von hier gehe ich dann weiter an den Läden hier vorbei. Man kann schon sehen, wenn die Fenster weiß sind, das ist hier Vorschrift auf Mallorca, sie müssen verdeckt sein. Also deswegen nimmt man entweder weißes Tuch oder weiße Farbe und bestreicht damit die Fenster von innen, bis es dann im Frühjahr, März, April wieder weitergeht hier und die Saison beginnt. Und dieses Jahr ist man guter Hoffnung, dass man hier nahezu ausgebucht ist in Cala Ratllada. Das ist natürlich Urlaub, den man so macht in dieser Jahreszeit, den man sonst nie so verbringen würde. Und das muss man wirklich zu schätzen wissen, diese Ruhe, wenn man flexibel ist und kann überall mal hinfahren. Hier in Cala Ratllada hat man ja alle Möglichkeiten, an die Cala Mesquita oder Agulla zu fahren und da einen Strandspaziergang zu machen. Vom heutigen Tag, die Cala Agulla, werde ich nochmal separat wieder zeigen, um das Ganze ein wenig abzurunden.
wenn man ein paar Kilometer weiterfährt, warten dann noch ganz andere Strände, wie auch die Kalatorta und. Das könnte man endlos weiterdrehen, dieses Rad, was man hier noch so für Möglichkeiten hat. Ja, und hier soll das Video enden, an der Einfallstraße, die von Cap de Pera nach Cala Ratllada hineinführt. Bedanke mich bei allen Stammfollowern für die Unterstützung, auch für die Super Thanks Tastendrücker. Vielen, vielen Dank. Diese Unterstützung hilft mir wirklich sehr. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Sag für hier und heute tschüss, adios, bye bye und ein herzliches Servus zu euch allen. Bis dann.